Tamena auf Gozo. Das heißt Josef Spittery und seine Vision. Die Familie Spittery heißt sie auf ihrem Estate herzlich willkommen. Sie sind gerne eingeladen, im eigenen Mund zu erfahren, was Gozo-Geschmack bedeuten kann. Josef gibt ihnen auch eine kleine Einführung in Weinkunde. Sprudeln muss der Wein im Glas. Im Marsala Fawn Valley und im Rabla Valley liegen die Weinberge der Familie Spittery. Auf Böden, von denen ein Wein träumt. In diesen Mikroklimazonen mit Morgennebeln und wasserführenden Bodenschichten kann sich eine Rebe entwickeln, die einzigartig im Geschmack ist, die den Gozo-Taste hat. Der unablässige Josef führt uns auch gerne in seine Weinfactory, in der man mit modernen, sauberen Stahltanks arbeitet zum Fermentieren. Aber auch mit Eichenholzfässern aus französischer Eiche zum Reifen. Dort haben wir auch einen 5-jährigen Syrah auf Eiche ausgebaut, kennengelernt, der seinesgleichen nicht zu scheuen braucht und die Großen erst recht nicht. In diesen Kellern sollen zukünftig die Schätze Gozos reifen. Wir kommen wieder. Wein aus Stein. Tamena. Gozo.